Das Wasser dann wieder trinken. Das ist auch nicht schön, ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist eine ganze Serie von derzeit aktuell diskutierten Skandalen, bei denen Jagdeinladungen und Netzwerke von Jägern eine wichtige Rolle spielen. Das Hobby oder der Beruf von 120.000 Jägern gerät in schiefes Licht durch das Fehlverhalten fragwürdiger Jagdkameraden, personifiziert vor allem im Lobbyisten und Jagdveranstalter Alfons Mensdorf-Pouilly. Der Jägergruß Weidmannsdank hat gelegentlich einen doppeldeutigen Beigeschmack für die Jägerschaft und ihre Netzwerke. Dazu eine durchaus kontroversielle Runde. Viktoria Kickinger, hauptberuflich Aufsichtsrätin und Beraterin von Aufsichtsräten, Netzwerkerin und Jägerin. Keine Beraterin. Eine Firma, die Aufsichts. Ja, wir haben gegründet Inara Initiative Aufsichtsräte Austria. Das ist eine Online-Plattform mit Wissen, Information und Service für Aufsichtsräte. Und vor allen Dingen sind wir die Interessensvertretung für die Aufsichtsräte in Österreich und der Europäischen Perfekt. Union. Perfekt, damit habe ich Ihnen eine wunderbare Gelegenheit für eine Werbedurchsage ich danke gegeben. Auch herzlich, ja. Martin Balluch, als Obmann des Vereins gegen Tierfabriken, ein entschiedener Gegner der Jagd, absolut, ist traurig bekannt geworden als unschuldiger Hauptangeklagter in einem eher skandalösen Prozess gegen Tierfreunde. Franz Buchecker ist begeisterter Jäger und zugleich Kritiker der üblichen Jagdmethoden als Obmann des Vereins Ökojagd Niederösterreich. Harald Katzmeier ist Soziologe, Elite- und Netzwerkforscher. Hubert Hasenauer hat seine Berufslaufbahn vor 30 Jahren als Förster begonnen und ist heute Professor an der Universität für Bodenkultur in Wien. Und schließlich Hanno Soravia, bekannter Unternehmer, großer Jäger vor dem Herrn, Jagdpächter und bekennender Netzwerker. Herr Soravia, Sie waren, glaube ich, gelegentlich Gast bei Ihrem Jagdkameraden Mensdorf-Pouilly im Burgenland. Ist das ein besonderes Biotop, wo sich da so viel abgespielt hat? Gast ist das Falsche, wir müssen dafür zahlen. Leider war ich nie eingeladen, sondern ich habe immer dafür gezahlt. Ja, jetzt ist vielleicht der Krieg, ne, wenn man nicht eingeladen war. Da ist ein großer Unterschied. Ich bin Unternehmer. Ich glaube, ich darf selber entscheiden, wenn ich das mit meinem Bruder abstimme, ob ich dorthin gehe oder nicht. Ich bin kein bezahlter Manager. Ich darf das selber entscheiden und wir müssen unterscheiden zwischen einem Management, das dorthin geht, und einem Unternehmer. Und ich als Unternehmer musste leider dafür immer zahlen. Ich schätze das dort sehr, weil er das sehr elegant gemacht hat. Wie viel haben Sie denn gezahlt, wenn ich frage? Sie zahlen rund 800, 700 bis 800 Euro bei der Niederwildjagd, und bei einer Riegeljagd war ich nicht. In seinem Katalog steht 12.000 Euro am Tag für eine Fasanjagd aus Zuchtvolieren. Wir unterscheiden jetzt bitte mal, was ist eine Zuchtvoliere? Das machen wir später. Gut. Ich schlage vor, das machen wir später. Frau Kickinger, Sie waren auch bei Mensdorf-Pouilly, glaube ich, oder weiß ich? Ich war einmal in Luising eingeladen, ja, aus einem ähnlichen Grund. Ich war von jemandem eingeladen, der dort eine Jagd gekauft hat. Kann das nur bestätigen, das war sehr professionell. Sehr, also da fällt einem nichts auf, was da jetzt so im Odiosen... Nein, überhaupt nicht. Also Sie haben dort ein Schloss, das ist halt nachgebaut, und Sie haben dort eine Jagd. Für mich hat sich die Sinnhaftigkeit dieser Jagd allerdings nicht erschlossen, und ich habe weitere Einladungen dorthin nicht angenommen, weil es sich mit meinem Selbstverständnis der Jagd nicht ganz verträgt, eben aus Volieren ausgesetzte Tiere zu schießen. Das hat mit Jagen ja nicht so rasend viel zu tun. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, ich war dort und es ist dazu, ja, perfekt organisiert und durchaus ein angenehmes, vom Ambiente her, Erlebnis gewesen. Ja, Herr Balluch, Sie haben andere Erlebnisse mit dem... Ich war auch ein Gast in Luising, allerdings wahrscheinlich nicht ein Geladener. Ja, ich habe dort Jagden beobachtet. Ich habe dort Fasanerien gesehen, illegale Fasanerien. Ich habe sie angezeigt.
und sie wurden auch entfernt, beziehungsweise sie wurden in den Revierteil nach Ungarn verlagert, weil dort eben das Tierschutzgesetz noch nicht greift und man offensichtlich immer die Grenzen auslotet, so viel zu machen, wie einem gerade noch möglich ist, ohne dass einem Tierschützer auf die Zehen steigen. So viel ich weiß, hat Herr Mensdorf-Bui, und man muss da vorsichtig sein, weil ich glaube, er, insbesondere seine Frau, klagen sehr gerne, wenn man etwas behauptet über ihr Jagdverhalten. Ich wurde schon mindestens ein Dutzend Mal geklagt und habe im Übrigen alle Klagen gewonnen, bis auf eine, nämlich ich habe gesagt, er und seine Frau haben dort eine illegale Fasanerie. Es war aber nur er und nicht seine Frau. Und diese Klage wurde verloren. Ansonsten ist es uns gelungen, zu verhindern, dass eben solche Fasanerien noch dort in Österreich stehen. Jetzt wurden sie nach Ungarn verlagert. Aber also eine Fasanerie ist was? Ja, dort werden Fasane gezüchtet und die haben solche Ringe im Schnabel, dass sie sich nicht gegenseitig becken. Eine klassische Massentierhaltung, die dann ausgesetzt werden, damit man sie abschießen kann. Für 12.000 Euro werden einem 400 Fasane garantiert, laut Katalog des Schlosses Luising. Also Herr Balluch, da möchte ich Ihnen kurz, ich möchte es ergänzen oder Ihnen widersprechen. Das ist zwar alles sehr löblich, was Sie da jetzt erzählen, was Sie geleistet haben, aber Sie müssen schon konzidieren, dass die Jägerschaft von sich aus sich sehr intensiv weiterentwickelt hat und derartige Dinge kaum mehr praktiziert. Warum verbietet sie dann nicht solche Sachen? Wir sind keine Gesetzgeber, aber wie die Jägerschaft sich verhält. Was haben Sie dann in der Steiermark kürzlich gemacht? Es wurden ein paar Fotos aufgenommen von einer Treibjagd. Sofort finden sich drei Jäger im Landtag im Steirischen und machen ein Gesetz gegen das Fotografieren von Jagden während einer Treibjagd. Das geht offensichtlich sehr rasch, wenn es einmal gegen den Tierschutz geht. Ich bin jetzt geht. Bei dem Thema, dass Sie sagen, dass Sie, dass auf Ihre Initiative die Weiterentwicklung der Jagd zum Positiven zurückzuführen ist, wenn ich das so zusammenfassen darf. Da müssen Sie schon auch konzidieren, dass die Jäger von sich aus sehr viel unternehmen, um die Jagd ständig noch weitgerechter zu machen. Und dieses Thema zählt zweifelsohne dazu. Weitgerecht ist nicht gleich Tierschutz. Ich vermute, darüber werden wir noch die Möglichkeit haben zu sprechen. Der Herr Buchecker ist auch ein Jäger, ein ökologischer Jäger, ist, glaube ich, nicht Gast in solchen Kreisen wie Mensdorf-Bui, womit wir mit ihm von ihm ein bisschen wegkommen. Was treibt einen normalen Jäger jenseits dieser sehr reichen Jägerschaft eigentlich zu diesem Hobby oder was immer es für Sie ist? Sprechen wir über das Jagen oder der Klassenfeindschaft? Nein, wir sprechen über das Jagen. Es gibt sicherlich viel mehr Jäger, die nicht reich sind. Ja. Und bitte, das ist in der Diskussion, glaube ich, der falsche Zugang, weil der Großteil, für den ist das Erholung, für den ist das Natur etc. Und wenn Sie uns, die sich's leisten können, den österreichischen Bundesforsten, eine Jagd abzupachten, wir als Unternehmer, wo wir hart arbeiten dafür, weil es ein Hobby von uns ist und weil wir halt so die Natur genießen. Ich bewundere ihn, was er erreicht hat mit der offenen Voliere. Gratuliere. Aber bitte tun wir das jetzt nicht auf reich oder arm, sondern es gibt sicherlich viel mehr angestellte Jäger und ein paar Unternehmer, die das machen. Also, die apostrophiert werden. 800 Moment. Berufsjäger und 120.000 Hobbyjäger. Moment. Ja, aber das dürfen Sie nicht verallgemeinern, jetzt auf die Berufsklassen. Herr Saravia, wir können es ja gleich, es gibt ja für alle Statistiken, Gott sei Dank, in diesem Land. Erstens gibt es keinen Klassenkampf, sondern wir haben ein Thema, das heißt die Netzwerke in der Jägerschaft. Bei den Netzwerken in der Jägerschaft denkt man eher nicht an eine kleine Gemeindejagd in Luising, sondern an die Jagd des Herrn Grafen dort. Es gibt 120.000 Jäger, übrigens nur 8% Frauen in Österreich. Von denen ist ein Drittel Angestellte. Unter den Angestellten sind natürlich auch Generaldirektoren in dieser Statistik. Ein Drittel ist Landwirtschaft, unter denen sind auch die Großgrundbesitzer und die Aristokratie. Leider ganz in der Minderheit. Und die Aristokratie und ein Viertel Selbstständige. Also es ist nicht so, dass diese 110.000 nicht einen beträchtlichen Teil auch von Gott sei Dank Wohlhabenden, die Gott sei Dank den österreichischen Bundesforsten, diese Gründe abpachten können. Also kein Klassenkampf, sondern Fakten. Bitte, der ganz normale Jäger, der keine... Also mein Zugang zur Jagd ist die Waldbewirtschaftung. Ich bin gelernter Forstwirt, habe die BOKU gemacht und sehe seit Jahren, dass unser Wald in Österreich sehr stark beeinträchtigt ist durch Wildschäden, durch zu hohen Wildstand, insbesondere Schalenwild, Rotwild, Rehwild. Und mein Auftrag oder ich glaube die Ökojäger haben das Ziel, den Wildstand zu regulieren. Wir haben leider vor Jahrhunderten das Großraubwild ausgerottet, Bär, Luchs und Wolf. Wir sind dafür, dass man das wieder forciert, dass wieder kommt. Erst vor 10 Jahren wieder ausgerottet, Bären. Wo der Lebensraum passt, glaube ich, sollte man das auch unbedingt forcieren.
Wir sind grundsätzlich gegen Wildfütterung. Wild soll wild bleiben dürfen und waldangepasste Wildständen. In Österreich haben wir sehr viele Schutzwaldflächen. Wir sind lawinengefährdet. Und gerade in diesen Bereichen haben wir ja absolut zu viel Schalenwild derzeit. Herr Eisener, Sie sind besonders am Wald auch im Zusammenhang mit dem, der hier angesprochen wurde. Ist da die Jägerei ein Nutzen für den Wald oder ein Schaden für den Wald? Ich glaube, der Herr Buchecker hat das schon angesprochen. Wald und Wild ist natürlich in einer gewissen Weise eine Einheit und Sie können in einem Waldökosystem, haben Sie Tiere und da haben Sie auch Wildtiere und das ist auch gut so. Also das dagegen, glaube ich, kann ja auch niemand sein. Was glaube ich, der Herr Buchecker jetzt schon angezogen hat, ist, dass natürlich in manchen Teilen Österreichs einfach die Wildstände zu hoch sind und dann wir uns von der Forstseite uns Sorgen machen, dass wir eine geordnete Verjüngung unseres Waldes nicht gewährleisten können. Und die Zahlen, die es gibt, die auch sozusagen gemeinsam mit der Jägerschaft erarbeitet wurden, zeigen das. Schießen die Jäger zu wenig, dass es so viel Wild gibt? Oder füttern sie zu viel? Ja, es sind beides. Okay. Ich glaube, es ist ja so, das muss man halt jetzt auch vielleicht verkürzt gesagt so sagen, wenn jemand, und das verstehe ich ja auch, wenn jemand jetzt, und Sie haben das ja angesprochen, für eine Jagd bezahlt, dann möchte er ja was sehen. Dafür bezahlt er ja. Und dann liegt es natürlich irgendwie in der Natur der Sache, dass er versucht, den Wildstand aufzuhegen, dass er auch entsprechende Trophäenträger und sowas vielleicht sieht. Aber es gibt sozusagen gewisse Grenzen. Und wenn diese Grenzen überschritten werden, dann hat das ganz massive Auswirkungen auf den Wald. Und die sehen wir heute sehr deutlich. Und um vielleicht das ein bisschen auch zu erklären, es sind im Wesentlichen drei Gruppen von Schäden. Das ist einmal der Verbiss. Also Verbiss heißt, dass sozusagen Waldverjüngung von vornherein nicht aufkommt und das führt zu einer Entmischung des Waldes. Entmischung aber überhaupt zum Totalverbiss. Dann natürlich Verfegen, für jene, die das vielleicht nicht wissen. Das ist, wenn die Geweihträger, das ist ja ein Knochen, der eine Haut hat, die wird dann abgeschlagen und der Rehbock oder der Hirsch wetzt sich dann sozusagen am jungen Baum, damit er das runterkriegt. Das ist dann zum Beispiel auch Teil der Farbe des Geweihs, je nachdem, ob das jetzt ein Laubbaum oder ein Nadelbaum war, ist das dunkler oder heller und solche Sachen. Nicht zu speziell, sonst wird es ein Jagdzimmer. Und dann natürlich, und dann natürlich das Schälen. Ja. Und das ist natürlich, wie die beiden Herren ja richtig gesagt haben, das ist eine Kombination aus zu viel Füttern und dann zu wenig Schießen. Und natürlich ganz klar, ich möchte Wild sehen, ja. Und da gibt es ganz massive Probleme in Teilen Österreichs. Der Herr Katzmeier hat für den World Wildlife Fund eine Untersuchung gemacht, eine intensive, über die Jäger. Es ist schon angeklungen in unserer kurzen Diskussion, um es wertfrei zu sagen, dass es sehr unterschiedliche Typen von Jägern gibt. Wie stellt sich das für den Soziologen dar? Auch die Motivation dieser. Es wurde schon einiges erwähnt. Ich glaube, wir haben hier eine Diskussion, die weit zurückgeht. Wie wir alle wissen, war die Jagd lange Zeit ein Privileg des Klerus und des Adels. Und die Bauernschaft war schlicht und ergreifend der Zugang zum Wild verwehrt. Und es war ein harter Kampf, dieses Recht der Jagd den Privilegierten abzuringen, um es einmal so zu sagen. Und ein Erfolg der Revolution 1848. Genau. Das ist aber nicht wirklich gelungen. Und dadurch ist natürlich noch immer dieser Schatten des Exklusiven und des Noblen über dem Ganzen. Ist es ein Schatten oder ein Glanz? Es ist insofern, es ist sowohl als auch. Zunächst einmal ist es ein Faktum, dass sich die Jagdpyramide umgekehrt hat. Also die absolute Mehrheit sind im ländlichen Raum beheimatete kleine Jagden, Genossenschaftsjagden etc. Das ist die Mehrheit. Das ist, und dann gibt es natürlich aber noch immer diese exklusiven Jagden und auf die konzentriert man sich hier in dieser Diskussion. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die Jagd bzw. das Jagdrecht in Österreich noch immer, da gibt es ja in anderen Ländern ist das anders geregelt, an den Grund und Boden gebunden ist. Das heißt, man muss ganz streng unterscheiden zwischen dem Jäger und dem Grundeigentümer und dessen Interessen. Nein, ich glaube, darf ich dazu was sagen? Sie müssen sagen, Jagdrecht und Jagdausübungsrecht. Ja. Das ist, und das, der Grundeigentümer grundsätzlich das Jagdrecht. Ja. Und das Jagdausübungsrecht wird dann per Bescheid der Behörde
gibt es sozusagen eine Eigenjagdfeststellung und die ist an bestimmte Bedingungen gebunden, Flächengröße, Wildeinstände und so Sachen. Weil einer mit 2 Hektar Grundfläche hat auch ein Jagdrecht, aber das darf er nicht ausüben. In Österreich. Ja? In Österreich. In Österreich, genau. Das ist halt in Österreich. Aber damit ist halt so. Schweden jagt ganz anders. Damit ist ich möchte noch gern kurz diese Erklärung zum soziologischen Unterschied zwischen Herrenjägern und Bauernjägern, wie man sie landläufig auch nennt. Naja, der soziologische Unterschied ist offenkundig. Auch im Jagdverständnis vor allem, nicht im Vermögen. Ich glaube, das noch einmal. Es gibt, Jagd ist im Land- und Forstwirtschaft im Bereich Wirtschaftsfaktor, zunächst einmal. Ja. Und die Unterschiede sind natürlich aufgrund der Personen und ihrer Hintergründe vorhanden. Was ich damit sagen möchte ist, eine Jagdkarte zu haben, ist noch kein Eintrittsticket in ein elitäres Netzwerk. Das ist quasi, ich könnte genauso über das Segeln oder über das Golfen sprechen, das sind Rahmen, in denen das stattfindet. Die Jagd ist hier nicht besonders. Ich sage, es ist auch nicht von unseren Netzwerkanalysen jetzt ein Ort, der besonders auffällig wäre. Es gibt ihn, aber dann ist es eher das Jagdpolitische, also wenn man wenn man sich ansieht, wer in den Landesjagdverbänden bestimmte politische Funktionen innehat, das ist ja auch noch einmal zu trennen. Da geht es dann wirklich um Politik und auch um Einfluss. Mhm. Grundsätzlich zeichnen sich Elite-Netzwerke dadurch aus, dass es Orte sind, wo Menschen zusammenkommen, die aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen und dadurch überhaupt erst füreinander nützlich sein können. Wenn ein Politiker auf einen Wirtschafter, auf einen Wissenschaftler, auf einen Künstler trifft, dann gibt es hier eine Konstellation, in der Dinge, ich sage jetzt einmal, interessant werden. Das ist natürlich für den normalen kleinen Jäger, ist das keine Konstellation, der ist mit seinen Nachbarn unterwegs und daher sind das natürlich vollkommen andere Netzwerke als diese Elite-Netzwerke, aber noch einmal, die könnten sich auch in der Oper treffen oder am Golfplatz. Es ist quasi aber das Charakteristikum dieser Netzwerke ist ihre innere Diversität und wie wir immer sagen, Komplementarität. Sprich, man kann einander nützlich sein, weil man unterschiedlich ist. Weil man different ist. Ich möchte aber zu Ihrem Jägerbegriff noch 2 Jagd- oder Jägerkategorien hinzufügen. Durch das, wie Sie es darstellen, Herr Rabel, entsteht hier sozusagen, wie du gesagt hast, der Klassenkampf. Hier ist der reiche Jäger, der von den Bundesforsten etwas pachtet. Es ist ja keine Schande, reich zu sein. Alleweil wäre es. Und dann haben wir den kleinen, einfachen Jäger, den Genossenschaftsjäger am Land. Es gibt noch 2 weitere Kategorien. Es gibt also den nicht reichen, weitgerechten, unter Anführungszeichen einfachen Jäger, wie ich mich verstehe. Ich bin Jagdpächterin, ich habe ein Jagdrevier, betreibe die Jagd ganz alleine. Also ich habe einen Jäger, der mit mir gemeinsam rausgeht und das bewirtschaftet, betreibe sie alleine, lade keine Gäste ein, nehme kaum Einladungen an. Und für mich ist es ein Bewirtschaften von 185 Hektar in Niederösterreich und ich weiß ungefähr, wo was ist. Also ich bewirtschafte es richtig gehend, verkaufe auch das Wildbret. Also ich bin eine ganz einfache, sozusagen weitgerechte Jägerin. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die jetzt auch dieses ganze Image hier so zerstört, das sind die, die ich nennen würde, die Was-war-mein-Leistung-Jäger. Die halt glauben, wenn sie irgendwie den Jagdschein machen und sagen, ich bin Jäger oder gar keiner sind und sich trotzdem als solche ausgeben, das sind die, die auch in der Öffentlichkeit unser Image definitiv beschädigen, weil sie auch falsche Aussagen zur Jagd machen. Und diese Gruppe, diese ganz kleine Promille... Ich glaube, das nennt man Jägerlatein, nicht? Ja, das Jägerlein ist was, Latein ist wieder was Sympathisches. Ach so. Aber das ist kein Jägerlatein, das ist etwas total Image-Schädigendes und es sind auch keine Jäger, es sind unter Umständen Besitzer von Jagdkarten, aber deshalb sind sie noch lange keine Jäger. Kicker, das war eine wichtige, und ich meine das nicht ironisch, eine wichtige Ergänzung dieser Typologien, die wir gemacht haben. Aber es stimmt schon, dass Sie als Typusjägerin, nicht nur als Frau in einer extremen Minderheit, sondern auch als Typus, glaube ich, nicht? Also so wie sehr ich meine, viele solche Jäger gibt es nicht. Gibt's nicht, ich glaube, das ist die Mehrheit, weil, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, bitte. Er hat vollkommen Jäger, recht. Die Jäger sind sich nicht einig. Wir sind eine diverse Gruppe. Gut. Wir sprechen vom sozialen Netzwerk. Und ich glaube, dass die Gemeindejagden in den einzelnen Orten eine wahnsinnig große Bedeutung haben.
dort kommt die Dorfgemeinschaft noch zusammen. Die Vielzahl der Jäger sitzt am Wirtshaustisch und geht von dort aus. Und es ist dort ein Kompliment, wenn man dabei sein darf, unabhängig, ob das der Arzt ist oder der Angestellte bei der ÖBB. Ja, deshalb hat mir seine Analyse gefallen. Aber da fehlt was. Ja. Und das fehlt meiner Meinung nach das, dass Jagd was extrem Emotionales ist. Und ich meine, ich war ja, Sie haben gesagt, ich habe mal als Förster begonnen meine Laufbahn und ich habe die begonnen in Hinterries. Und Hinterries, wer das weiß, Achenkirch ist eines der Jagd-Eldorados. Ja. Da sehen Sie Sachen, die gibt es woanders auch in Österreich, aber Sie sehen vieles dort. Und was so interessant... Was zum Beispiel? Naja, wie emotional Leute werden bei der Jagd. Mhm. Die taffen Manager... Sie führen den auf eine Jagd, der fällt ihnen fast um ein Hals. Mhm. Und das ist auf der anderen Seite, das ist ja auch was Schönes, das ist ja was Urmenschliches, aber ich glaube, das macht auch sozusagen diese, das, was Sie beschrieben haben, aus, dass das schon auch, ja, ich weiß nicht, ich bin kein Soziologe, aber da kommt sowas Urmenschliches oder ja, irgend sowas durch, ich weiß nicht, wie das als Soziologe... Das sind die Dopamine. Ja, also die Glücksgefühle oder keine Ahnung, vielleicht ist das ein Fußballer, der ein Tor schießt, ist genau das Gleiche, ich weiß es nicht, ich bin keiner. Apropos, es ist Elferschießen für alle Damen und Herren. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist und das macht es emotional, aber ich möchte auf die Wortmeldung auch noch eingehen. Natürlich haben sie am Land auch diese Netzwerke. Aber ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, ob sie bejagen, um eine Wildstandsregulierung zu machen, um sozusagen auch, ich muss jetzt auf den, das ist sozusagen meine Position hier, auch den Wald zu verteidigen, um zu sagen, ich möchte ein gesundes Miteinander zwischen Wald und Wild haben. Oder ob sie jetzt sagen, ich züchte Jagden hoch, um das zu verkaufen und daraus ein Geschäft zu machen für Leute, die sich in bestimmten Netzwerken bewegen wollen. Das, glaube ich, muss man dann schon irgendwie kurze unterscheiden. Meldung für also alle. Wir sind eine diverse Moment. Gruppe. Genau. Kurze Meldung, es wird auch woanders geschossen, nicht nur auf der Jagd. Es ist Elfer geschossen worden und Spanien hat gewonnen, bitte. Es ist Herr Soravia, jetzt von der Leidenschaft für die Jagd. Moment gleich. Von der Leidenschaft, Sie kommen sofort dran. Von der Leidenschaft für die Jagd die Rede gewesen. Können Sie das beschreiben für sich selber und wie schaut dann so ein Netzwerk leidenschaftlicher Jäger aus, mit dem Sie verkehren? So wie es da geschildert wurde, verschiedene Berufe. Wir müssen, glaube ich, einmal differenzieren zwischen der Leidenschaft zur Jagd und wie das Naturerlebnis, das Jagderlebnis, dass ich dem Wild nachstelle, wie spannend das ist. Das ist das eine. Ja, beschreiben Sie das. Das Netzwerk ist etwas ganz anderes. Wir müssen auch unterscheiden zwischen, bitte, was der Herr Balluch richtig früh erwähnt hat, zwischen der Niederwildjagd und einer Hochwildjagd. Das sind ganz große Differenzierungen dazwischen. Ich kann auf einer Hochwildjagd, auf einer Gamsjagd, wie Sie richtig sagt, ich gehe mit dem Jäger. Wenn es mir gelingt, jemanden einzuladen, meist sind das nur Freunde, das ist sehr, sehr schwierig, dass man jemanden einladen, da muss ich den schon sehr gut kennen. Dann gelingt es mir vielleicht, einen Freund dazu zu bringen. Dann geht der ja mit dem Jäger meist. Und dann sehe ich ihn am Abend todmüde in der Hütte. Dann ist er dem Aber glücklich. Glücklich ist dem Jäger um den Hals gefallen. Sehr richtig, wie Sie, weil er dieses Jagderlebnis hatte, weil er das Naturerlebnis hatte. Sicherlich hat er das Wild erlegt. Aber er ist nur dann glücklich, wenn er eines nach dem Abschussplan weitgerechtes erlegt hat, glaube ich. Dann ist er glücklich, fällt dem Jäger um den Hals. Und dann ist er am Abend schon so müde, dass ich mit ihm eh nichts mehr geschäftlich reden kann. Warum laden Sie ihn dann ein? Weil es ist eine Freundschaft und ein Netzwerk. Wir müssen jetzt unterscheiden, was ist ein Netzwerk? Wenn ich Sie heute kennenlerne am Abend in der Diskussionsrunde und ich lade Sie morgen zum Jagen ein, sage ich sicherlich nicht. Nein, sondern er kommt zu mir, weil wir uns befreundet haben, weil wir gleich denken, weil wir gerne in die Natur gehen, weil wir gerne am Berg gehen. Dann gelingt es mir vielleicht, wir kennen uns seit 15 Jahren und ich habe Sie noch nie zum Jagen eingeladen und 7 Jahre nicht. Ich finde das unerhört. Ja, ich habe noch nie einen Aufsichtsrat gebraucht, scheinbar. Aber das ist also, vom Zugang her sehr, sehr schwierig. Dem Herrn Menzdorf ist es scheinbar gelungen, als unabhängiger Unternehmer dieses Netzwerk ein wenig zu institutionalisieren. Einem normalen Unternehmer, der aus der Provinz kommt wie ich, ist das halt viel, viel schwieriger und wir haben das nicht, sondern... Aber das, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbrich. Das ist ja zum Teil auch, dass Betriebe Jagden pachten, genau aus dem Grunde, um Gäste einzuladen, um sozusagen Wirtschafts... Ich habe ein ganz unverdächtiges Zitat. Ja.
Das heißt, Firmen behandeln Jagdpachten wie Einladungen zum Opernball. Sie wollen damit zur Geschäftsanbahnung kommen, aber eben nur mit Partnern, die jagdliche Ambitionen haben. Dreimal dürfen Sie raten, Herr Saravia, wer das gesagt hat. Das war der Peter Lebersäuger, Generalsekretär des Österreichischen Jagdverbandes. Ich denke, der kennt sich in der Jagd aus. Bitte und recht aber hat er. Entschuldige, Herr Balluch, aber auf einem der letzten Ärztefälle hat der Ärztekammerpräsident bei der Eröffnung gesagt, meine Damen und Herren, hier auf diesem Ärzteball werden sicher mehr Primariate vergeben als unterm Jahr in allen Krankenhäusern Österreichs. Das heißt, der Opernball, ich finde, das ist ein durchaus origineller Vergleich und ein passender. Ein Ball ist genauso eine Netzwerkveranstaltung von Menschen, die gerne tanzen oder es können oder sich dort gerne treffen. Das ist, wie können die Salzburger Testspiele leben, ohne dass es eine Einladung gibt, wenn ich das zitieren darf? Die leben Gott sei Dank von Sponsoren, dort heißen sie als Sponsoren, die ihre guten Kunden einladen zu einer Festspielvorführung und ich habe das gern. Ja, Hanno, da muss ich dich jetzt unterbrechen. Ich bin sozialisiert in der Staatsindustrie. Ich habe in 4 Betrieben in der Staatsindustrie gearbeitet und ich wurde oder habe mich wie folgt sozialisiert. Wann immer eine Einladung zu einer Jagd kam, ich habe wenige angenommen, habe ich das erlegte Stück auch bezahlt. Also wenn ich auf einen Bock eingeladen war, habe ich halt, weiß nicht, 4.000 Schilling. Ja. Gerne, wann? Und habe ich das bezahlt. Und unlängst habe ich das auch in einer Runde erzählt und der mich ein bisschen erstaunt angeschaut, dass man das so machen kann. Ich halte das für den einzig legitimen Zugang zu Jagdeinladungen, wenn man in einem Beruf ist, in dem man unter Umständen gebraucht werden kann. Und ich habe es auch immer mit meinem jeweiligen Unternehmen abgestimmt. Habe aber trotzdem keinen Schaden genommen. Und ich finde, wenn alle das so machen, ist das eine sehr transparente Angelegenheit. Dann kann man auch, dann nimmt man der Jagd und den Einladungen auch diesen Nimbus der Geheimniskrämerei und des ich will am und wer am Hochsitz was von mir will, den lade ich nie wieder ein. Jetzt hat aber der Herr Balluch schon so lange gewartet. Genau, ja. Danke für die Geduld. Das ist nicht so sicher. Nein, das ist wirklich nicht einfach. Ja. Es gibt sehr viele Punkte, die hier richtig zu stellen sind. In meinen Augen, mit meiner Erfahrung. Ich muss Ihnen sagen, also no offense, aber die These, dass in der Jagd nicht ein besonders elitärer Club sich versammeln würde oder ein Club mit besonders politischem Einfluss, muss ich wirklich als lachhaft bezeichnen, weil wie hoch ist der Prozentsatz von Jägern und Jägerinnen in Landtagen und in Parlamenten und wie hoch müsste er sein, wenn man die 120.000 Menschen im Verhältnis zur Bevölkerung setzt? 1,5% sind das. Ja, aber der Prozentsatz im Parlament und Landtag ist viel höher. Genau dasselbe. Ja. Oder die Frage umgedreht, es gibt etwa 4-mal mehr vegetarisch oder vegan lebende Menschen als Jäger und Jägerinnen. Und wo sind die in den Landtagen und Parlamenten? Offensichtlich ist hier ein sehr großes Übergewicht seitens der Jagd. Und man merkt das, wenn man wie ich seit 23 Jahren Jäger und Jägerinnen konfrontiert, weil dann spürt man nämlich, zu was für politischen Schlägen die fake sind. Da gehört zum Beispiel das schon zitierte Gesetz in Steiermark dazu. Kommt einmal ein Tierschützer zu einer Treibjagd und macht Fotos und das geht ihnen auf die Nerven, haben sie sofort ein Gesetz, das so ein Verhalten in Zukunft verbietet. Und das schreiben 3 Jäger im Landtag selbst. Wo hat man sowas gehört, ja, dass eine politische Gruppierung sich selbst die Gesetze schreiben kann? So, das gibt es offensichtlich nur bei der Jagd. Also ich habe viel schon mit politischer Arbeit zu tun. Rechtsanwälte haben normalerweise auch mit Gesetzen zu tun und schreiben sich ihre Rechtsanwaltsordnung. Also, das ist Rechtsanwaltsordnung, nicht so unüblich. Also Entschuldigung, das Jagdgesetz, das die Jagd kontrollieren soll, von den Jägern selber geschrieben wird und sie sich damit selbst kontrollieren, finde ich sehr fragwürdig. Aber es wird ja nicht wenn man, von den Jägern Entschuldigen exekutiert. Sie, ich habe Sie auch nicht unterbrochen. Wenn man zum Beispiel zu Treibjagden geht und dort dann Fotos aufnimmt oder sich unter Umständen zwischen Jäger und ihre Opfer stellt, dann merkt man auch sehr rasch, mit was für politisch ambitionierten und insbesondere einflussreichen Personen man zu tun hat, weil dort sitzt dann plötzlich der Bezirksrichter einem gegenüber und dort ist der Bezirkspolizeikommandant. Und die stellen einem gleich dort praktisch live die Strafbescheide aus. Sowas kenne ich auch nirgends, obwohl ich also von Schlachthöfen bis zu Schweinefabriken die Leute konfrontiere, aber in der Jagd ist eine politische Potenz vorhanden, die sofort mit dem Knüppel zuschlagen kann, und zwar ohne zu zögern. Und daher kommt auch der von Ihnen am Anfang zitierte Tierschutzprozess. Das ist mit Sicherheit aus jagdlichen Kreisen initiiert, aufgrund unserer jagdkritischen Tätigkeit. Das ist jetzt eine Behauptung. Naja, es gibt
viele Hinweise, dass das tatsächlich so ist. Aber jedenfalls, das auch ist letztendlich der politische Jagdkritiker. Einfluss. Was sagen Sie zu solchen Methoden? Ich bin kein Jagdkritiker, ich gehe sehr gern jagen. Ich kritisiere die traditionelle Jagd und die Ausuferungen. Und da wollte ich den Typus des Trophäenjägers nochmal kurz skizzieren. Das ist nämlich die Krux, die wir haben im Wald. Trophäenjäger sind jene, wo eben die Trophäe im Vordergrund steht. Ja, also wir jagern Jagderlebnis, Naturerlebnis, Wildbrett, Wildfleisch. Sie essen es nicht. Ich bezeichne mich als Ferretarier. Ich esse nur Fleisch von wildlebenden Tieren, nicht von Massentierhaltungen. Massentierhaltung ist zum Beispiel für mich ein Jagdgatter. Ja. Das ist Massentierhaltung. Gibt's da bin ich auch dagegen. Ja, aber Wild aus freier Wildbahn, das ist okay. Ja. Und beim Trophäenjäger haben wir das Thema, Leute, die 5.000, 10.000 Euro zahlen für einen guten Hirsch oder für einen Gamsbock, der hat meistens nicht sehr viel Zeit zum Jagen. Der muss diesen guten Bock zwei, dreimal bei der Birsch erwischen. Und dieser Wildstand, den wir da brauchen in Österreich, dass dieser Bock und der gute Hirsch kommt, der verträgt den Wald nicht. Also da haben wir zu viel davon und es ist zwei Drittel des österreichischen Waldes ist stark verbissen. Und das ist mein Zugang, mein Hauptthema und der Kritikpunkt an der Jagd. Wir müssen einfach diesen Trophäenkult, diese Trophäenschauen, diese Hegeschauen vom Jagdgesetz her streichen. Das war auch vor 140 Jahren überhaupt kein Thema. Da war die Trophäe der rechte, der linke Vorderlauf und der Schädel ist dem Leithund vorgeworfen worden. Wenn man sich Adelshäuser anschaut, da waren schon die Trophäen. Ja, das war 1870 herum hat das begonnen. Davor war das überhaupt kein Thema. Wenn Sie nach Kanada gehen oder nach Skandinavien, da werden die Elche, die Geweihe dort liegen gelassen. Der nimmt das Fleisch mit heim, isst das. Und das ist bei uns eine Religion, dieser Trophäenkult. Und Religionen sind Religionskämpfe. Aber welchen Anteil an der Jägerschaft haben denn Ökojäger in Österreich? Welchen Anteil an der Jägerschaft? Also in unseren Vereinen sind 300-400, also im Promillebereich. Aber es gibt sicher. Aber ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, was Sie jetzt gesagt haben. Wenn ich jetzt so viel Geld in der Jagd habe, ich sehe das jetzt aus der Sicht des Forstmannes, was ja durchaus verständlich ist, wenn ich bezahle, dass ich viel Wild sehen will, dann gibt es ja so Faustzahlen. Wenn Sie einen Einserhirsch haben wollen, brauchen Sie ungefähr 30 bis 40 Stück Wild. Ja? Sonst geht das nicht. Sie brauchen sozusagen eine Pyramide dahinter. Und wenn ich jetzt das haben will und danach richtet sich auch der Wert der Jagd, muss ich quasi einen gewissen Wildstand haben. Das sehen aber auch die Jäger. Und ich muss jetzt auch die Jäger muss man loben, wir sind ja in regen Kontakt, dass wir quasi in einen Dialog kommen, hier eine geordnete auch Wildstandsregulierung zu erreichen, weil es stimmt, dass große Flächen in Österreich verheerende Wildschäden haben, aber das ist auch nicht gut für das Wild. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, im Oberinntal zum Beispiel gibt es Tuberkulosefälle mit einer Durchseuchungsrate von 50%. Die haben die Wildgatter keulen müssen zum Teil, ja. Das ist ja auch für das Wild nicht gut, wenn ich so hohe Wildstände habe. Und diese Dinge sind natürlich, denke ich, auch im Interesse der Jagd oder auch des Wildes nicht gescheit und schon gar nicht aus der Sicht des Waldes. Mhm. Was Sie gesagt haben zur Ökojagd und auf die Frage... Ich glaube, die Ökojagd werden wir jetzt nicht. Wir müssen langsam wieder zur... Ich möchte aber trotzdem noch was sagen. Ja. Die Ökojäger kann man numerisch nicht erfassen. Nein. Es gibt schon so viele, die so ähnlich denken wie Sie und das so praktizieren. Ja. Das ist einfach eine Bewegung, richtig, auf die die Jäger sich sehr gerne drauf. Warum schlägt sich das nie in Jagdgesetzen nieder? Weil das ist das Seltsame. Wir kriegen bei den Jagdgesetzen nichts weiter. Überall im Tierschutz gibt es Fortschritte beim Jagdgesetz. Da sitzt eine Jägerschaft drauf und macht überhaupt keinen Fortschritt. Wir kommen jetzt über den... Wir haben es gesetzlich geregelt, dass wir weitgerecht jagen müssen. Wir kommen jetzt... Weitgerecht, also finden Sie ja selber, was das ist. Herr Baloch, Ihr Argument war schon gehört. Der Herr Hasenauer hat im Vorgespräch die Trophäen als Insignien der Macht bezeichnet, wenn ich das richtig zitiert habe. Und Sie haben eine ganz lustige, und die Argumentation würde ich gerne an den Herrn Soravia weitergeben. Sie sagen, die Argumentation der Sonntagsjäger, dass sie sich darauf berufen, wie wichtig die Jagd für den Wald sei, ist ja eines der Argumente für die Jagd, ne? Ein ganz großes Argument, wie der Herr Professor gesagt hat, ist, ich muss eingreifen, damit der Wald nicht geschädigt wird. Ja, aber jetzt kommt es erst. Also vielleicht sagen Sie es selber. Was müssten die Jäger wirklich machen, damit der Wald ordentlich geschützt wird? Wenn Sie jetzt eine geordnete Wildstandsregulierung machen, dann müssen Sie vorhin auf weibliches Wild gehen.
Weil nur so reduzieren sie die Population. Das ist ganz logisch. Also und es wird auch mittlerweile so gemacht, dass man sagt, damit das passiert, dass die Grünvorlage passiert. Die Jägerschaft wird gezwungen, den Abschuss von Kahlwild zu machen und dieses dann vorzulegen dem Forstmeister, damit das wirklich nachgewiesen wird. Da ist sehr viel Positives passiert in letzter Zeit und die Kärntner Jägerschaft, wo ich aus Kärnten kommen kann, sagen, ihr habt ja einen sehr regen, wir haben einen regen Landesjägermeister, welcher zweijährige Abschusspläne eingeführt hat, wo sehr viel auf Wildtradition und Kulturwert gelegt wird und wenn zum Beispiel das Wild nicht sofort ins Kühlhaus kommt oder am Traktor oben liegen bleibt etc., wird der gesperrt und dem wird das entzogen. Und der Herr Balluch imponiert mir deshalb, weil es ist ihm mit seiner Initiative sicherlich gelungen, diese offenen Volieren einzuführen, was sehr viel nicht bewirkt hat. Wir kommen jetzt, ob Sie das wollen oder nicht und ob Sie es als Klassenkampf empfinden oder nicht, zu den Netzwerken. Zu denen Sie ja, wenn ich recht informiert bin, durchaus eine positive ein positives Verhältnis haben, das Netzwerk unter Jägern. Auch unter Jägern, die ja, aber nicht auf der Gemeinde... Zu Wolfern oder Journalisten das gleiche Verhalten. Das gleiche Verhalten. Wie weit ist aus Ihrer Kenntnis, Sie sind ja nicht nur Einlader auf Hochwildjagden, sondern gehen ja wahrscheinlich auch auf einen Fasan oder ähnliches als Gast. Wie weit spielt da Netzwerk im Sinne von etwas davon haben mit? Wenn Sie mir, über die Jagd hinaus. Wenn Sie mir erklären, wie ich ein Netzwerk pflegen soll auf einer Niederwildjagd, wo alle 30 Meter einer steht. Ja, ich glaube, es gibt ja noch mehr Essen, oder? Das ist die einzige Chance. Dann kann ich mit dem auch, und dazwischen steht vielleicht auch noch der Herr Balluch und wachelt mit einem Tuch. Da tun wir schon sehr schwer. Ja, Sie kennen Herr Sorabier, ich hatte das Vergnügen, etliche Male als Nichtjäger, als Jagdbegleiter dabei zu sein. Also so ist es nicht, dass es keine Gelegenheit zum Gespräch. Beim Schüsselkrieg, das ist ja die Idee. Aber bitte, ob ich jetzt mit Ihnen dort sitze und wir diskutieren eine wirtschaftliche Angelegenheit oder in der Gemeindejagd selbstverständlich dann zum Schüsseltrieb alle gemeinsam gehen. Das ist ja kein Klassenkampf, sondern das ist die Chance. Ich glaube, in einem Golfleib, wo vier Leute gemeinsam gehen, ist es wesentlich leichter als auf der Jagd. Aber da schätzen wir und das wird auch gepflegt und da wird da Musik gespielt und da wird das selbstgeschossene Wild von der letzten Jagd verarbeitet. Man probiert neue Wildsalamis, Wildleberkäse etc. zu machen. Das sind ja Ideen und das ist Tradition. Und ich finde, Tradition muss gelebt werden. Und Frau Kicking, was sagen Sie, vielleicht auch der Herr Sorabier dazu, zu einer Untersuchung des Market-Institutes, das sich mit den Jägern und ihrem Selbstverständnis und mit ihren Beweggründen beschäftigt. Wie kommt es dazu, dass jeder siebte Jäger sagt, ein Motiv für seine, ich wollte die Jagd für mein persönliches und berufliches Netzwerk nutzen. Jeder und von den Jüngeren sagt es jeder Fünfte. Da geht es also offensichtlich nicht nur um Superl nach der Jagd und ein Glas guten Wein. Das sind die, von denen ich vorher gesagt habe, diese was war mein Leistungsjäger sozusagen, die glauben, wenn sie dazugehören, haben sie eine Chance. Die halte ich aber nicht für Jäger. Also das ist, hat für mich mit dem Jagdbegriff nichts zu tun. Ja, natürlich. Ob sie die wollen oder nicht. Aber die wird es auch am Golfplatz geben und die werden vielleicht auch versuchen, in andere Sportarten einzudringen. Bei uns ist es halt noch dazu mit einer Prüfung verbunden, die auch eine gewisse Auslese mit sich bringt. Das ist eine sehr schwere Prüfung. Die halte ich nicht für Jäger. Und diese Leute, die Sie da gerade schildern, diese fünften oder siebten, die spuckt ja das System auch irgendwann einmal wieder aus. Mit so jemandem, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn so jemand einmal mit einem auf der Jagd war, der keine Ahnung hat und der das nur so betrachtet, der spricht sich ja herum und so jemanden lädt man ja dann auch kaum mehr ein. Dann kann er trotzdem ein guter Jäger sein und sagen, aber ich nütze es auch für meinen Beruf. Also für mich sind die, so wie Sie es geschildert haben, stigmatisiert. Es ist jedem unbenommen, eine Freizeitbeschäftigung zu wählen oder sich für ein Hobby zu entscheiden und da eine Hidden Agenda damit zu verbinden. Der Herr Buchecker hat da, glaube ich, einschlägige Erfahrungen, dass das durchaus in der Realität stattfindet. Ja, also ich glaube schon, dass die Politiker einen sehr starken Einfluss haben. Führende Politiker sind sehr oft Jäger, wie Sie richtig gesagt haben. Ich persönlich habe in meinem Lebenslauf einige solche einschneidende Erlebnisse gehabt. Ich war 16 Jahre in einer... Nennen Sie eines oder zwei? Namen sind auch willkommen. Ja, ich weiß, aber
Ich kann nur sagen, dass ich sehr lange in der Interessensvertretung der Grundbesitzer in Niederösterreich war, habe hier im Kleinwaldbesitzermilieu gearbeitet, auf einer Bezirksbauernkammer, habe dort versucht, die Kleinwaldbesitzer auf die Wildschäden aufmerksam zu machen, in einigen sehr sensiblen Gebieten, wo auch Schutzwald ist, wo wir wirklich Waldverwüstungen haben, gemäß § 16, Forstgesetz und auch Gefährdungen des Waldes. Und daraufhin sind eben hier sehr einflussreiche Jäger, die dort jagten in diesem Gebiet, aufgestanden, haben gesagt, den Herrn Buchecker, was ist mit dem, also den können wir da nicht brauchen, wir brauchen das Wild. Also das waren in gegenständlichen Fällen auch also Landtagsabgeordnete in Niederösterreich. Und ich habe dann auch zu spüren bekommen, dass man gemobbt wird und habe dann auch nach 16 Jahren diese Firma verlassen, weil ich eben gemerkt habe, dass die obere Ebene, die politisch sehr engagiert waren, mich hier fallen gelassen haben. Ja? Obwohl ich versucht habe, die Kleinwaldbesitzer zu unterstützen und ihre Interessen zu vertreten. Und da ist ganz sicher so, dass die Jagdlobby einfach stärker war. Machen das die Politiker, weil sie Jäger sind oder weil sie eingeladen werden? Sowohl oder als auch, weil sie Jäger sind und hier einen gewissen Wildstand brauchen, um das Wild zu erlegen, aber auch, weil sie einflussreiche Jäger hier unterstützen und gegebenenfalls auch also jagdfreundliche Gesetze machen. Und das Jagdgesetz, was Sie angesprochen haben, das ist, stammt ab vom preußischen Jagdgesetz, das deutsche Reichsjagdgesetz, das 1934 gebastelt wurde, 1938 nach Österreich kam. Und hier müssen wir endlich irgendwas machen. Und das wirf ich schon der traditionellen Jägerschaft vor. Es gibt keine Bewegung im Gesetz. Wir brauchen Schonzeiten für das Raubwild. Füchse kann man ein ganzes Jahr schießen. Wir brauchen den ganzen Bürokratismus nicht. Bis 1938 gab es in Österreich keine Abschusslisten, keine Abschusspläne. Und die brauchen wir nicht. Jeder Jäger ist selbstverantwortlich für sein Revier. Und der Wald zeigt, wie gut die Jagd ist. Und der zeigt es uns. Zwei Drittel ist stark verbissen. Die Jagd ist nicht gut. Grosso modo. In Österreich. Jetzt ist mehrfach darf ich auch noch zu dem politischen Einfluss ein Wort sagen, um sozusagen das noch zu unterstreichen. Falls Sie den Film Der Prozess gesehen haben, vom Tierschutzprozess, nämlich da wird ein bisschen rekapituliert und sozusagen aufgearbeitet, woher das kommt. Und da wird im Jägerball gefilmt und da sieht man dort live das Netzwerken. Und wenn man meint, die Jagd hat keinen politischen Einfluss, dann soll man sich den Jägerball beim Opernball und beim Erzeball auch. Ja, gut, der Opernball ist dann sozusagen das Paradebeispiel. Aber was ist mit einem Vegetarierball? Finden sich dort die Kammer mit der organisieren wir. Aber ja, es ist doch seltsam, dass sich zu einem Jägerball die absolute politische Elite des Landes einfindet. Ich meine, das sagt doch, woher diese ganze Macht dieser Gruppe kommt. Es ist ein unglaublicher Einfluss. Oder gehen Sie in den Leinzer Tiergarten, wenn die Jagd dort stattfindet. Ich habe das gemacht, Treibjagd in einem Gatter und da muss man also einiges dafür zahlen. Da gibt es einen Parkplatz, da sitzen die ganzen Autos mit den Fahrern drin und die Herrschaften sitzen dann oben am Jagdstand und schießen für weiß der Himmel wie viel 1.000 Euro ein ihnen vor die Flinte getriebenes Wildschwein ab. Durch die Bank lauter Fahrer in den Autos. Wer kann sich Fahrer leisten und ein derartiges Glauben Auto? Sie nicht, dass eine gewisse Klasse dieser Gesellschaft dafür ist, dass Unternehmer oder Ärzte dafür arbeiten, hunderte Menschen beschäftigen. Da kommen wir jetzt leider wieder in den Klassenkampf. Wir wollten doch aber eigentlich sprechen über die Jagd. Ja, wir die Gemeinde über die Wien Netzwerke macht in das in Lainz, glaube ich, damit sie Geld verdient. Oder wie wollen Sie, wenn dort die Touristen am Wochenende hinkommen, wie soll man die regulieren, Herr Professor? Ich weiß es nicht. Es ist ausgerottet worden der Luchs, es ist ausgerottet worden der Bär. Jetzt müssen wir ja dort eingreifen. Ich gebe Ihnen recht, man macht Wer es nicht Wer hat ihn so ausgerottet? Den Luchs und den Bären. Es hat sich ja auch die Lebensbedingungen naiv. So geändert, dass die dass der Luchs nicht mehr. Das stimmt überhaupt nicht. In den Südkarpaten, das sind ein Viertel von den österreichischen Alpen und dort sind 1500 Luchse, 2500 Wölfe und 5000 Bären. Wunderbar, und die haben dort einen wunderbaren Platz. Was sagt der Wissenschaftler? Der Wissenschaftler. Man muss schon sagen, wir leben in einer Kulturlandschaft. Und wenn Sie in einer Kulturlandschaft leben, und wer einmal durch Österreich fährt oder wenn Sie fliegen, sehen Sie das ja gut, wie mosaikartig der Wald oft aufgeteilt ist, selbst im Gebirge.
Und durch die intensive Bewirtschaftung kam es natürlich zu der Ausrottung des Wildes. Das ist logisch, weil die haben die Schafe gerissen, das Kühe und so weiter. Das Landwirtschaft war ein Riesenthema. Und aus dem heraus muss man schon sagen, dass das Wild heute kaum einen natürlichen Feind hat. In den Südkarpaten ist nicht weniger kultiviert als hier. Sie haben recht. Wenn man nach Kroatien fährt, gibt es ja auch Bären zum Beispiel. In Slowenien auch. Gibt es alles. Das habe ich mir alles angeschaut. Ja. Aber es ist halt bei uns so derzeit nicht. Und sie haben die Jagd sie ausgerottet. Lassen Sie doch. Es ist halt, wie es ist. Aber ich glaube zum Beispiel... Was Spaß macht. Lassen Sie doch den Herrn Hasenauer einen Satz fertig sagen. Ich glaube aber, was jetzt ganz unabhängig davon wichtig ist, und ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich das jetzt so sicher, es ist schon wichtig bei der Jagd für mich hier zu unterscheiden, ob Leute jagen, um also einen Einklang zwischen Wald und Wild zu erreichen, ja? Und, oder ob sozusagen hochgezüchtet wird, um sozusagen einem gewissen Trophäenkult oder diesen Dingen zu folgen. Da möchte ich Sie zurückfragen, wenn jemand sehr viel Geld zahlt, macht er das, um Wald und Wild in den Einklang zu bringen, oder macht er das, um etwas zurückzubekommen? Naja, das ist und das Zurückbekommen wird sein... Tolle Tiere, tolle Trophäen schießen, möglichst ja, viel schießen, möglichst einfach aber sagt, schießen. Aber da war jetzt genau bei der Aussage von, man darf ja jetzt nicht gleich a priori sagen, nur weil jemand viel Geld ist er jetzt kein idealistischer Jäger. Das ist ja genauso falsch. Wenn er viel Geld zahlt, dann macht er das nicht aus Idealismus. Ja, na gut, da gibt es ja andere auch. Aber ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist und das ist sozusagen, ich sehe in Österreich, was die Jagd betrifft, hat zwei Ebenen. Das eine ist natürlich die Netzwerkfrage, die wir hier diskutieren. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als meine Kompetenz oder mein Revier ansehen. Aber was sehr wohl auch ein Thema ist, das vielleicht von der Öffentlichkeit nicht ganz so wahrgenommen wird, ist die Zunahme der Wildschäden und was das für Folgen für die Gesellschaft hat. Wenn Sie zum Beispiel Schutzwaldförderungsprogramme, die Förderungsprogramme eingestellt werden, weil der Wildverbiss so hoch ist. Wenn es zum Beispiel Überlegungen gibt zu Regressverfahren, wo die Idee im Raum steht, dass bei Förderungsprogrammen, wenn aufgrund von Wildverbiss die Erfolge nicht da sind, dass es Schadenersatzansprüche geben könnte. Das ist ja nicht mehr lustig. Ja? Und ein verständnisvoller Jäger, der wird das verstehen, der wird das sehen. Der hat ja auch, entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt so sage, aber der hat ja auch einen gewissen Sportsgeist, dass er nicht nur rausgeht und mit dem Jeep vorbeifährt und dann sieht er sozusagen ein Wild hier stehen und steigt aus und schießt. Der will ja auch das sportliche Erlebnis und der hat auch kein Problem, wenn wenig Wild dort ist, dass er die Jagd ausübt. Das ist eigentlich das, wo wir hinkommen müssen. Und da muss man auch sagen, ist die Jägerschaft, und wir sind ja in regen Kontakt mit den Landesjägerverbänden, erst vor kurzem wieder, da sind wir auch auf einem sehr guten Wege und das sehen die auch ein. Es gibt ja zum Beispiel Monitoringprogramme, die gemeinsam mit der Jägerschaft entwickelt wurden, wo man sich gemeinsam verpflichtet hat, das zu machen. Nur muss man es halt auch dann umsetzen. Und diese Umsetzung ist ein wichtiger Punkt. Das ist viel heiße Luft. Wer hat zum Beispiel die 30 Bären geschossen? Und das sagt ja die Jägerschaft auch, wir nie. Wir sind alle für die Bären und am liebsten die Wölfe auch. Aber schießen uns das trotzdem. Aber die 30 Bären würden nicht sozusagen die zu hohen Wildstände in Österreich. Aber wenn sie schon mal die letzten 30 schießen, ja, dann ist es keine Möglichkeit, dass es mehr Wildtiere gibt. Herr Katzmeier, hilft mir jetzt wieder ein bisschen ins Thema Netzwerk. Dass wir... Bitte? Das ist gut, ja. Dazu ist er eingeladen. Ich kann die Vegetarier nicht organisieren, war jetzt einmal die Frage. Das ist, müssen wir mal schauen, warum nur die Unternehmer. Es gibt sicher auch Unternehmer, die Vegetarier sind. Das ist eine durchaus spannende Frage. Ne? Wenn natürlich ein Netzwerk, in dem keine Ressourcen vorhanden sind, und mit Ressourcen, da geht es natürlich um Geld, da geht es aber auch um Beziehungen, da geht es um Wissen, um Informationen, ist natürlich ein Netzwerk, in dem... sage ich jetzt einmal, das Dealpotenzial oder die Möglichkeit, dass sich hier etwas tut, ein deutlich geringeres ist. Aber um zurückzukommen noch einmal, warum gibt es eine Überrepräsentation an Jägern in den politischen Institutionen? Warum gibt es eine Überrepräsentation von Golfern in politischen Organisationen? Es gibt eine Überrepräsentation an Weintrinkern, etc. etc. Also wir haben natürlich ein soziologisches Faktum, dass bestimmte Tätigkeiten in bestimmten Kreisen durchgeführt werden. Und da ist natürlich schon die gesamte Geschichte noch einmal. Das Jagdrecht war der Aristokratie und dem Hochadel vorbehalten. Das ist ein symbolischer Kampf, der hier natürlich noch immer mitwirkt. Und es stimmt natürlich, dass das Bürgertum
über die Jagd auch einen Zutritt in die Aristokratie bekommen hat, dann im 19. Jahrhundert. Das war eine Technik quasi, eine Anerkennung zu finden. Und warum zum Beispiel in Arbeitermilieus das Fischen quasi eine Rolle spielt, weil natürlich das Fischen immer, wie Sie wissen, nicht als wild angesehen wurde, etc. etc. Aber um auf etwas anderes zu kommen, weil ich glaube, dass wir hier immer, wenn man über die Jäger oder die, was auch immer spricht, kommen nämlich dann so Diskussionen wie jetzt. Es ist etwas viel spannender. Ich bin Netzwerkanalytiker, ich weiß, dass es eine Illusion ist, dass es je einen Zustand geben wird, wo Geschäftstätigkeiten, also ökonomische Transaktionen, völlig uneingebettet von sozialen Beziehungen stattfinden werden. Ob das ein Fußballplatz ist, es wird immer diese Orte geben. Das hat auch einen guten Grund, weil diese Orte natürlich notwendig sind, um das Minimum an Vertrauen aufzubauen, um Verständnis, um überhaupt zu erkennen, können wir etwas miteinander tun oder nicht. Das heißt, es gibt diese Orte und diese Frames und die wird es immer geben, ob das der Club ist, was auch immer. So, viel, viel spannender ist folgende Frage. Die Kritik an dieser Art von Netzwerken, die kommt doch von ganz woanders. Die kommt doch daher, dass unterstellt wird, dass hier Menschen zusammenkommen, um zum Schaden von Dritten etwas zu tun. Weil wenn die zusammenkommen und etwas tun, was allen nutzt, dann gibt es ja keine Diskussion. Und das also ist ja da wäre das, was jetzt im Untersuchungsausschuss herauskommt, das wäre der klassische Fall, wo das praktiziert wurde, wenn es so war. Wenn es so war, ja. Dann ist es aber eine Frage eben der Legalität der Handlung. Und wir vermischen das aber jetzt mit der Legitimität. Also wir sagen, ist das irgendwie, wenn da irgendwo am Fußballplatz oder beim Jagen oder wo auch immer Leute zusammenkommen, etwas abmauscheln und damit Dritte schädigen, dann ist das eine klare Frage, da gibt es irgendwie Compliance, da gibt's Gesetze dazu. Und das wird jetzt vermischt mit einer Frage der Form, ja. Ich könnte sagen, irgendwie ist dann das der Fußballplatz. Ich bin übrigens kein Jäger, ja. Ich vertrete keine Jagdinteressen, sondern ich habe einfach nur das Bedenken, dass man hier eine Gruppe herausnimmt und dann quasi wenn man so will, Verallgemeinerungen durchführt. Aber Jäger kommen doch immer zusammen, um Dritte zu schädigen, nämlich die Tiere. Und das ist ein ganz psychologisch relevanter Aspekt. Es geht hier darum, dass sich Menschen treffen, um anderen zu schaden und ihnen weh zu tun und sich dran, sagen wir es, wie sie es begeilen. Also es einfach irrsinnig toll finden. Das ist eine Frage. Man lese Paul Parin, der hat sogar einen Orgasmus beim Abschuss eines Haselhaars. Es gibt der eine, hat das publiziert. Das ist eine ja, also ich meine, für einen normalen Menschen ist das erschütternd, aber offensichtlich ist in der Jägerschaft. Aber ich muss ehrlich sagen, Sie sind, laut Thomas Bernhard, Sie sind von Gott gesandt, so beseelt sind Sie. Das imponiert mir. Ja, da muss ich ehrlich sagen. Aber Sie müssen auch die andere Seite akzeptieren. Das ist ein schönes Beispiel. Es gibt die Frage der Legalität und eine Frage der Legitimität. Die Jäger, die das tun, sie sind auf der legalen Seite, sie sagen, es ist nicht legitim. Weil sie selber die Gesetze schreiben. Das ist eine andere Story. Mir geht es noch einmal darum, und wir werden dann später vielleicht darauf kommen, was wir zurzeit erleben, ist eine grundsätzliche Infragestellung der Rollen von Eliten in Österreich, in Westeuropa, auch in der USA. Denken Sie an die Kritik an der Kirche, an den politischen Parteien, an den Bankern, an den Lehrern. Sie finden quasi quer durch die Bank eine Infragestellung, ob diese sogenannten Eliten ihre Rolle oder ihren Anspruch, weil sie über Ressourcen verfügen, auch einer bestimmten Verantwortung gerecht zu werden, ob sie diesen Anspruch noch erfüllen. Und ich glaube, diese ganze Diskussion rund um die Jagd muss auch vor diesem Hintergrund gesehen werden. Es gibt ein Gefühl, dass hier Leute etwas tun zum Schaden Dritter und wir fühlen uns ausgeschlossen. Wir sind nicht dabei. Das würden Sie Klassenkampf nennen, oder? Ich glaube, dass ja in der Unterschied zu den 70er Jahren ist, dass es in der Zwischenzeit alle Gruppen eigentlich erfasst hat. Ja? Weil, noch einmal, Lehrer,
und nämlich auch politisch durch alle Parteien durch. Ja? Selbst den Grünen passiert das jetzt. Also die Piratenpartei ist ja nur ein Symptom dafür, dass es hier eine Krise der Legitimität des Führungsanspruchs von Eliten gibt. Und das ist, glaube ich, ein spannender Punkt, weil hier kann man natürlich schon fragen, was haben auch Jäger dafür einen Anteil oder was könnten die tun? Wurde schon erwähnt, Transparenz, da gibt es irgendwie verschiedene. Aber letztendlich ist es so, dass die Leute nicht mehr das Gefühl haben, dass die tun da etwas und ich bin nicht mehr Teil davon. Die haben sich abgesetzt von uns, daher setzen wir uns auch ab. So kann man das am besten beschreiben. Lassen wir jetzt den Herrn Saravia. Die Frage, oder wir müssen, glaube ich, zurück zum Thema des Netzwerkes. Ja. Und was mir sehr gut gefallen hat, dass immer eine Gruppe apostrophiert wird. Im Moment sind es halt die Jäger. Vor 1,5 Jahren waren es in Österreich die armen Banker. Davor waren es die ÖPB und davor waren es die Lehrer. Ja. Und wir haben die Lehrer niedergemacht, obwohl wir unsere Kinder 8 Stunden am Tag den Lehrern geben. Und die wurden dann jedes Mal dafür niedergemacht im Fernsehen, dass sie sich unsere Kinder ziehen. Ja, und wir haben sie nicht motiviert. Und das ist einfach schlimm, wenn man so auf eine Zielgruppe hinschießt. Ja, aber es gibt ja Anlässe. Und wir haben bis jetzt die Vegetarier in Ruhe lassen. Herr Saravia, es gibt ja Anlässe, Objektive, dass man sich jetzt... dass man sich jetzt mit den Netzwerken der Jäger beschäftigt, gibt es ja Anlässe, Objektive. Also das ist ja nicht aus dem Himmel gekommen. Aber es muss Ihnen einmal gelingen, diese Leute als freier Unternehmer einzuladen. Mir ist das noch nie gelungen. Noch dazu nicht einmal einzuladen, sondern die zahlen dafür, dass sie dort hinunterfahren dürfen und dass die große Telekom dort einen Herrn aus dem Ministerium kennenlernt. Dafür zahlen die. Also muss ich den Herrn Mensdorf... Waren Sie je eingeladen und haben nicht gezahlt bei einer Jagd? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wenn mich ein Freund einlädt, freue ich mich riesig und fahre dort sehr gerne hin. Sehr, sehr gerne. Aber es ist das eines, ist, das ist a priori Kicking. Ein Freund oder wird manchmal ein Freund durch eine solche Einladung? Das Schlimme ist, wenn ich heute sagen würde, bitte kommen Sie zu mir jagern, der kommt ja nicht. Das geht ja nicht so, den muss ich kennen und das ist ja bitte Netzwerk. Das entsteht ja nicht dadurch, dass ich einmal mit dem telefoniert habe, wo er einmal mit ihm essen war. Das entwickelt sich über Jahre und dann kommt er vielleicht zu einer Jagd, zu einer Gamsjagd. Ganz konkret gefragt, das haben wir. Ist es leichter, mit einem Jagdfreund, bei dem man eingeladen war oder der bei einem eingeladen war, ein Geschäft zu machen oder nicht? Ganz gleich wie am Golfplatz, im Wirtshaus oder bei den Salzburger Festspielen. Das ist überhaupt kein Unterschied. Oder bei den Borgia-Festspielen, um Sie nicht zu apostrophieren, sondern meine Spitaler. Oder im Club 45. Oder bei den Rotariern oder bei den Lions. Wissen Sie, dass... Netzwerk zu pflegen, ein Netzwerk zu entwickeln, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Das geht nicht so leicht. Und am schwierigsten ist es dann zu sagen, bitte komm am Wochenende auf Vergams, weil er das eigentlich bei der Steuer melden müsste, weil das ein Geschenk über 800 oder 1000 Euro ist. Und das ist ja dann auch wieder eine Schwierigkeit. Und einen Bankdirektor heutzutage einzuladen, das macht er nicht. Der gibt es bekannt, der sagt das, der fragt den Aufsichtsrat und sagt, bitte, der lädt mich ein. Und das ist ja, aber warum, ich habe Lebersorger vorher zitiert, den Generalsekretär, warum halten sich dann riesige Firmen, große Firmen und Banken schon lange nicht mehr, die werden ja alle das zurückgegeben. Wird immer weniger. Geht die nicht Bundesforste mehr. Leiden darunter, glaube ich, sehr, sehr stark, dass es diese großen Jagden und diese Herrschaftsjagden nicht mehr gibt. Er hat auch früher gesagt, die Berufsjäger werden leider, leider immer weniger. Früher war das ein anerkannter Berufsstand, der Berufsjäger im Ort, das war eine Respektsperson. Das gibt es heute nicht mehr. Ich glaube, der Berufsstand der Berufsjäger geht ganz stark zurück. Ja. Ich möchte aber von den... Jetzt kriege ich langsam Sorgen, ob überhaupt noch gejagt wird. Gerne diesen Begriff des Netzwerks zum einen relativieren. Ich wollte Sie fragen, Sie erleben es ja, Sie leben ja mitten in einer Umgebung als Aufsichtsrätin, haben ununterbrochen mit Unternehmern, mit anderen Aufsichtsräten zu tun. Welche Rolle spielt da das jagdliche Netzwerk? Oder nicht? Also ich möchte zum einen den Begriff Netzwerk relativieren. Das klingt so utilitaristisch. Letztendlich das, was hier als Netzwerk bezeichnet wird, das ist eine, wie soll ich sagen, das sind die Bekannten, die man im Laufe eines Lebens erworben Netzwerk, hat. Netzwerk, ja. Ja, aber Netzwerk, das klingt eigentlich nicht so, wie wenn man sagt, mein Bekanntenkreis, mein Freundeskreis, mein engerer Freundeskreis.
Netzwerk klingt so, als wäre es ja so utilitaristisch. Geknüpft, daher ja. wehre ich mich eher gegen diesen Begriff. Ich habe selbst vor 14 Jahren gegründet eine Interessensgemeinschaft von Jägern, von weitgerechten Jägern. Wir sind mittlerweile 80, die sich 10-mal im Jahr treffen und die sich zur weitgerechten Jagd bekennen. Also, Herr Buchecker, Sie hätten Freude mit unseren Jägern. Da wird schon ein Netzwerk geknüpft. Weitgerecht und Öko-Jagd. Ist aber nicht utilitaristisch, sondern beruht einfach auf teilweise identen Jagdanschauungen. Und wir treffen uns 10-mal im Jahr. Es wird jagdlich diskutiert, es wird geplaudert und nach 1,5 Stunden ist es wieder vorbei. Und es sind ausschließlich Jäger und Jägerinnen in dieser Interessensgemeinschaft, die bereit sind, sich zur Jagd zu bekennen und sie weitgerecht zu praktizieren. Und wer neu dazukommen will, den schauen wir uns an und dann bleibt er oder bleibt er. Das ist eine ganz interessante Erzählung, aber es ist in meiner Frage ausgewichen damit. Das wollte ich, aber ich lasse sie nicht aus. Wie erleben Sie es in Ihrer Umgebung? Wie wichtig ist das wertfreie Netzwerk? Netzwerk bedeutet ja, dass ich gezielt Verbindungen schaffe. Das ist ja nichts Negatives. Jeder, der im Wirtschaftsleben ist, muss Verbindungen schaffen, auch gezielt. Sonst geht's nicht. Wie erleben Sie das? Ist das weniger wichtig geworden? War das früher anders? Wie erleben Sie das? Sie haben jetzt nach dem jagdlichen Netzwerk gefragt. Wie wichtig sind jagdliche Netzwerke in dem Kreis, in dem Sie sich beruflich bewegen? Gar nicht. Also gar nicht. Ich habe heute erst gehört von einem Unternehmer, der sagt, er hat durch jagdliche Netzwerke, obwohl sie sich sehr bemüht haben, da besonders einzudringen, kaum je Aufträge bekommen. Es spielt dieses in all den Bereichen, wo ich bin, überhaupt keine Rolle. Also dann lieber doch den Opernball, oder wie? Ja, ich glaube, sicher, ganz sicher. International sicher. Grundsätzlich, ich meine, das wurde schon erwähnt. Ich meine, was passiert gerade? Es ist ein Generationenwechsel in der österreichischen Wirtschaft, in dem österreichischen Machtnetzwerk zu beobachten. Man kann davon ausgehen, dass ungefähr 50-70% der bei uns unter den 500 einflussreichsten Personen gerankten Personen in den nächsten 2 bis 3 Jahren in der Pension sein werden. Mhm. So, wer kommt nach? Und das ist jetzt spannend, ja? Weil was wir haben, ist, wir erleben eine unglaubliche Beschleunigung in den Produktlebenszyklen und in den einzelnen Bereichen. Das heißt, wir haben damit aber auch einhergehend eine Verschiebung von Beziehungsbeziehungen in den Netzwerken, die so auf Freundschaft und auf gemeinsamer Vergangenheit und Schule und Jagd basieren, zu Deal-Beziehungen. Die können sich's nicht mehr leisten. Es ist tatsächlich so, dass selbst wenn ich ein Freund bin und selbst wenn wir quasi miteinander Abenteuer teilen und das Erlebnis der Jagd teilen, es immer schwieriger wird, das dann tatsächlich in einen umzumünzen, weil wenn's, das muss dann tatsächlich sich darstellen. Mhm. Also der Deal, dass ich aus Freundschaft jemanden etwas zukommen lasse, können sich immer weniger leisten. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir eine Veränderung haben in den... Immer weniger heißt aber, dass es verbreitet war vorher. Ich meine, Sie haben das Beispiel Wallnöfer, der ist jetzt nicht mehr, daher kann man das erwähnen. Das ist einfach über Jahrzehnte einfach auch nicht hinterfragt worden. Das ist auch ein interessanter Aspekt, warum Praktiken, die quasi durchgeführt wurden... Das muss ich jetzt ergänzen, weil das war mal im Vorgespräch. Es gibt ja auch eine Debatte über den Herrn Landeshauptmann Platter, der die Jagdprüfung gemacht hat, erst nachdem er Landeshauptmann wurde, weil es offenbar in Tirol dazu gehört, dass ein Landeshauptmann Jäger ist. Und der Landeshauptmann Platter ist unter Beschuss gekommen, das ist ein schönes Vokabel in diesem Zusammenhang, fällt mir gerade auf, ist in die Kritik gekommen, weil er etliche Jagdeinladungen gemacht hat. Und mir haben Tiroler Freunde älteren Semesters erzählt, dass sein legendärer Vorgänger Wallnöfer, der irgendwann Mitte der 60er Jahre bis Ende der 80er Jahre fast 25-jähriger Landeshauptmann war, dass der jeden Tag in der Jagdsaison irgendwo eingeladen war. Und das war einfach logisch, dass der Landeshauptmann eingeladen wird. Und kein Mensch hat darüber geredet. Also das hat sich verändert. Und deshalb auch diese Compliance-Geschichten und massive logistische Dinge, die da im Hintergrund passieren. Aber noch einmal, ich glaube, dass generell die Rolle von sehr zeitaufwendiges Hobby, daher auch aristokratisch, ne? Man muss die Zeit haben. Ja, auch dafür. Teuer. Ne? Teuer, Zeit haben, das sind natürlich Statussymbole. Aber noch einmal, die Funktion oder die Rolle, die diese Netzwerke erfüllt haben in der Vergangenheit, verändern sich zurzeit massiv. Und auch das Golfen generell,
Wir haben es mit immer kürzeren Beziehungszyklen zu tun. Es ist ja kaum mehr vorstellbar, dass heutzutage man gemeinsam in die Schule geht und dann eine Karriere macht, gemeinsam sich aushilft und dann mit 70 quasi in die Pension geht. Diese Karrieren wird es nicht mehr geben. Die sind diskontinuierlicher. Das heißt, die Orte, an denen es zu diesen Begegnungen kommen wird, gibt es zwar noch, aber sie sind eher im Schwinden. Ich sehe, würde eher sagen, eine Krise dieser Form der Jagd. Und ich höre das jetzt auch, dass das auch bestätigt wird, dass die Aufträge wegbrechen, dem Bundesforst in einem gewissen Sinne. Man weiß das auch von etablierten Golfclubs, dass die massive Probleme haben, hier Nachwuchs zu bekommen. Die Leute haben keine Zeit etc. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht diese... Jetzt lassen Sie mich aber eine Zwischenfrage stellen. Das hieße doch im Umkehrschluss, nachdem das nichts mehr nutzt, wird weniger gejagert. Das heißt, es ist vorher schon Zweck. Nein, es wird weniger gesellschaftlich eingesetzt. So, aber ja, das meine ich. Das ist es, wird weniger. Und die Firmen geben das Geld nicht mehr aus. Ja. Das ist es. Es geht rein um das Investment der großen Firmen. Die machen halt lieber eine Auslandsreise oder laden zu einer Theateraufführung. Sie haben mich an sich schon richtig verstanden. Früher hat es offenbar genutzt, geschäftlich, wenn man zur Jagd eingeladen hat. Und das nützt heute offensichtlich weniger, das war meine Frage. Wir müssen einen Bogen schlagen von dem, was Sie jetzt sagen, zu dem Begriff, der auch im Titel unseres Clubs steht, nämlich Lobbying und Jagd. Und Lobbying ist ja die Vertretung von Interessen. Mhm. Netzwerke sind vielleicht ein Instrument, bei dem man Interessen vertreten kann. Aber der eigentliche Begriff des Lobbyings, von dem wir hier bei der Diskussion oder bei der Einladung ausgegangen sind, den würde ich ganz gerne auch noch einmal ein bisschen näher untersuchen, weil letztendlich wohin sich das Lobbying in Österreich entwickelt und wo man auch meint, dass die Jagd ein Vehikel sei, um lobbyistisch einiges durchzubringen, und wie sich das Lobbying professionell in Europa entwickelt, wo es weit mehr Transparenz und eine gelebtere Demokratie gibt als bei uns, das ist für mich der eigentliche Bogen, der über dem Ganzen steht. Mhm. Das heißt, sowas wie sich in Luising im Hause Mensdorf-Bouillier abgespielt hat oder in seinem schottischen Schloss, ist altmodisch. Nein, nicht altmodisch, aber wenn Sie sich anschauen, zum Beispiel den Gesetz, oder wenn wir uns anschauen, den Gesetzgebungsprozess in der Europäischen Union, wenn entschieden wird, dass ein Thema reguliert, ein Bereich reguliert werden soll, dann wird ein ganz transparenter Konsultationsprozess gestartet. Es werden Grünbücher verfasst. Die ganze EU, jeder EU-Bürger wird eingeladen, eine Stellungnahme abzugeben. Da kommen dann natürlich die professionellen Lobbyisten, die von den Kirchen und sonstigen Institutionen beauftragt werden, damit sie die Stellungnahmen abgeben. Lobbyist ist dort ein ganz normaler Beruf, wie bei uns, ich weiß nicht, Kellner oder was auch immer, geben dort die Stellungnahmen ab. Das ist alles transparent, nachlesbar. Es kommt in Brüssel, wir haben viel in Brüssel zu tun, kein Mensch auf die Idee, den Mitarbeiter von einem Kommissar einzuladen zum Mittagessen oder ich weiß nicht, zu einem Wochenendausflug, damit irgendetwas rauskommt. Ja, der Unterschied ist, dass bei uns der Lobbyist im Parlament sitzt und im Landtag sitzt und selbst die Jagdgesetze schreibt. Das ist nämlich ein Riesenunterschied. Ich bin jetzt schon auf der europäischen Ebene. Ja, aber in Österreich ist eben dieser Jagdfilz wesentlich mehr verbreitet als EU-weit, wenn ich nämlich mit Tierschutzorganisationen aus anderen Ländern zu tun habe und natürlich auch mit tierschutzversuchten Lobbying in Brüssel, dann merkt man, dass in Österreich schon ein Spezialfall ist. Also wie die Jagd das war ganz wichtig, dass wir diesen Blick über Österreich hinaus auch gemacht haben. Ich würde aber doch ganz gerne noch den Herrn Buchecker fragen, hat sich das bei uns, da so an der Basis, an der Niederösterreichischen, in der sich bewegen, hat sich das auch schon so geändert, wie da von den Eliten bis hin nach Brüssel, dass das alles nicht Jagd nicht mehr so ein direktes Geben und Nehmen ist, oder gibt es das noch? Also eine gewisse Änderung ist sicher gegeben. Ich merke einfach, dass immer mehr Jäger vorhanden sind, die immer weniger Zeit haben für die Jagd. Ja. Also das ist das, was Sie gesagt haben. Und andererseits kommt der Druck, Bundesforste und so weiter, diese Jäger, die sehr wenig Zeit haben zum Jagen, die werden die Probleme von den Bundesforsten nicht lösen können. Weil das Problem ist einfach, dass sie zu viel Wild haben. Da brauchen sie Profis, da brauchen sie professionelle Jäger, die auch wirklich die Zeit haben dazu. Andererseits haben wir schon bei den Bauern Jagden, wie wir schon gesagt haben, Genossenschaftsjagden im ländlichen Bereich, die sind sehr billig. Da kann eigentlich jeder Normalverdiener sich das leisten. Und
dort ist schon auch in den Gemeindestuben zu merken, dass mit Jagd einiges geht, zum Beispiel Verhandlungen bei irgendwelchen Geschäften gemacht werden oder Bezirkshauptleute jagern gehen, dort eingeladen werden oder Ärzte, Rechtsanwälte, Landesbedienstete, Hofräte, die sehr gern jagern gehen. Und da sehe ich ein Problem, die natürlich dann, wenn sie überhaupt im eigenen Wirkungsbereich Jagd- und Forstrecht vollziehen wollen, wenn die sich einladen lassen. Da gibt's das findet statt. Das findet statt. Mhm. Es gibt also in Einzelfällen oder flächendeckend? Durchaus schon flächig. Es ist sensibler geworden, die ganze Sache. Aber es gibt zum Beispiel Bezirksförster, die Forstrecht und Jagdrecht vollziehen sollen, die gleichzeitig Bezirksjägermeister sind. Oder im Landesjagdverband die Jägerschaft vertreten. Und da gibt es einen Konflikt. Mhm. Er kann nicht im eigenen Wirkungsbereich einerseits Strafe austeilen für irgendeine Forstrechtsgeschichte, die mit Jagd zusammenhängt und die Jagd vertreten. Gibt's das Beispiel ist gefallen mit Golf, das zurückgeht, weniger attraktiv ist. Vorher war schon Tennis, glaube ich, gibt es eine Befürchtung oder Erwartung, die Jagd entsprechend, dass das auch so sein wird, dass Jagd weniger attraktiv wird zunehmend? Ja, das ist eine Ansichtssache dahingehend, dass ich gehe gerne auf die Jagd, weil ich die Natur, das Gehen, es ist spannend, es stimmt, es wühlt einen innerlich auf. Also ein Leidenschaftsjäger. Ein Leidenschaftsjäger. Das wird, was leider zurückgeht, ist halt der Einsatz für geschäftliche Zwecke und dass man das als Marketing-Tool verwendet. Dieses spitzt sich, weil es ist auch steuerlich nicht absetzbar. Das kommt auch, es ist keine Werbungskostenausgabe, das ist alles abgedreht. Das Mitleid unserer Seher ist Ihnen gewiss, dass Sie das nicht mehr absetzen können. Ja, dann habe ich aber auch kein Bedürfnis, den Herrn Hofrat einzuladen. Mache ich auch nicht und brauche ich auch nicht. Weil das einzige Problem ist, was ich aber sehr wohl tun, bei uns hat sich auch die Wirtschaft erweitert. Wir haben den CII-Raum dazu bekommen. Das ist noch etwas anderes. Ich kann den einen oder anderen ausländischen Jäger, der freut sich, wenn er von Gams nach Kärnten kommen darf. Dem taugt es. Das ist eine Attraktion. Und das bringt der österreichischen Volkswirtschaft, das bringt meinem Unternehmen sehr wohl etwas. Ich tue dem Tier weh, ich gewinne inhaltlich überall recht. Aber jetzt spreche ich rein marketingmäßig und als Unternehmer. Und das ist die Problematik, zwischen uns zwei steht. Und das Netzwerk ist halt ein anderes Thema. Aber ich glaube, es wäre nicht gut, wenn wir keine Jäger mehr hätten. Weil das wäre für den Wald nicht gut. Es ist nur wichtig und ich glaube auch, dass wir reden ja eigentlich hier oft, und Sie haben das sehr schön charakterisiert, über gewisse Auswüchse. Und das ist schon richtig. Sie haben das genannt, das spuckt das System wieder aus. Die, für die es nur schick ist, dass sie Golf spielen gehen, die sind dann die Ersten, die wieder weg sind. Und das ist bei der Jagd auch so. Aber ich denke, vielleicht ist das auch eine ethische Frage, und da treffe ich mich auch mit Ihnen dann. Wenn wir keine Feinde mehr haben, weil es die heute in einer Kulturlandschaft nicht mehr gibt, brauchen wir in einer gewissen Weise ein geordnetes Wildmanagement. Und da gehört natürlich auch dazu, dass ich die Frage stellen muss, muss so viel gefüttert werden? Ja? Ist das notwendig? Muss so viel gefüttert werden? So, dass das direkt neben den Fütterungen sind überall Verbissschäden. Die Wildstände selber gefährdet sind. Da tut man ja dem Wild nichts Gutes mehr. Und also dann sind jetzt Überpopulation oder gefährdet? Das muss ja irgendwie erst von beiden. Das kommt aus einer Überpopulation. Das ist so wie Massentierhaltung. Wir eröffnen jetzt bitte zum Abschluss keine neue Debatte über die Details des Wildverbisses. Und dann ist, glaube ich, das wichtig, dass diese Jäger, die aus Leidenschaft und Begeisterung das machen, und ich muss ja dazu sagen, ich habe ja auch viele Jahre gejagt, mit meinem Vater das gemacht, und das war sicher, das auch aus der Sicht heraus, das war ja Arbeit, wir mussten die Abschusszahlen erfüllen, ja. Wir haben ja nicht Trophäenträger geschossen, wir haben ja ganz bewusst das gemacht, um so quasi den Wildstand zu regulieren, weil mein Vater halt zuständig war, dass die Waldverjüngung funktioniert, und wenn dann die Tiere das verbissen hat, dann hat das geärgert. Sie müssen sich ja das aus der Forstseite vorstellen. Sie zahlen Unmengen an Geld, warten
je nachdem, wo sie sind, mehr oder weniger Jahre, bis sie einen ordentlichen Baum haben, dann kommt da so ein Rudel Rotwild daher und das ist, schaut aus wie nach einem Bombeneinschlag, weil alle Bäume geschält sind. Ja. Und das ist ja auch ein enormer Schaden und das will ja auch die Jägerschaft nicht. Das wollen die ja nicht. Und ich denke, in diesem Sinne geht es um eine Weiterentwicklung dieser Idee. Ihnen gehört ja gar nicht der Wald. Insofern ist es, der Jägerschaft ist es möglicherweise wurscht. Nein, aber ihr müsst ja bezahlen für Wildschäden. Ja, also muss bezahlen für Wildschäden. Und all along glaube ich schon auch, dass die Jägerschaft, wie man, ist ja auch eine Imagefrage. Ja? Und der Idealist, der jagen geht, der will sich da nicht in diesen Topf werfen aber lassen. Das Image ist viel sonst am Boden. Ich greife dieses Wort vom Imageproblem auf. Die bereits zitierte Umfrage und Analyse des Marketinstituts hat ergeben, dass derzeit rund 2/5 der Österreicher die Jagd bejahen, für die Jagd sind, 1/5 die Jagd völlig ablehnt und, also Sie zum Beispiel, und weitere 2/5 ist die Jagd auf Wienerisch gesagt wurscht. Die Erwartung allerdings ist in dieser Untersuchung, auch unter den Jüngeren, dass das Potenzial der Meinungslosen zu den Jagdgegnern gehen wird und dass etwa in 20 Jahren die Mehrheit der Österreicher gegen die Jagd ist. Das heißt, die Jäger werden sich was einfallen lassen müssen und das werden wir aufmerksam beobachten und sind damit am Ende unserer Sendung. Das war der letzte Club, meine Damen und Herren, vor der Sommerpause. Wir kommen entgegen manchen medialen Behauptungen wieder am 5. September. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihnen allen einen schönen Sommer und für heute eine geruhsame Nacht.